warum die Bartgeier in den Alpen wieder schmusen. Und was dazu gekommen ist, dass sie wieder brüten. Wenn die Jungen in ganz Europa umziehen. Warum man sie ausgerottet hat. Wenn man sie zurückgebracht hat. Und was man daraus lernen könnte. Und wie sich eine ganze Nation für Geier begeistern kann. Aber was auch heute noch Gefahren gibt. Heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es um die grössten Vögel der Alpen, die lange Zeit ein ganz schlechtes Image hatten und wo sich heute aber ein Haufen Leute wieder für sie begeistern, für sie interessieren. Es geht um Bartgeier. Hier in diesem Gebiet vom Lago di Livigno zieht ein ganz besonderer Geier seine Kreise. Es ist ein Weibli, wo seit 1999 mit ihrem Partner fast jedes Jahr ein Jungs aufgezogen hat. Das Weibli heisst Mäusche. Es hat sich erst nach der Taufe herausgestellt, dass es eben ein Weibli ist und kein Männchen. Und die Mäusche war eine der drei jungen Bartgeier, die man 1991 als erste Bartgeier hier ganz in der Nähe im Schweizerischen Nationalpark ausgesetzt hat. Das Ei der Mäusche ist in einer Zuchtstation in Wien vorher ausgebrütet worden. Und ich habe in der Nacht vom 12. auf den 13. März 1991 können filmen. Wahrscheinlich war es das erste Mal, dass man so etwas überhaupt können filmen konnte, wie ein junger Bartgeier aus dem Ei schläft. So hat das Geierei zur Mitternacht ausgesehen. Das Junge hat ein Loch von innen rausgeschnitten und sich einen Haufen Zeit gelassen. Der improvisierte Brutapparat steht in der Werkstatt vom Tierpräparator Knotzinger. Der Thermostat hält die Temperatur konstant. Ich habe aber drauf auf einem Feldbett übernachtet und alle halbe Stunde geschaut, ob sich etwas tut. Doch gegen Morgen um die 7 Uhr hat der junge Geier die Schale quer verschnitten. Er druckt und schafft mit aller Kraft für einen Moment und macht dann immer wieder lange Pausen. Es ist nur schwer vorstellbar, dass aus dem gut männerfustgrossen Ei einmal der imposante Segelflieger werden soll, mit einer Spannweite von fast 3 Meter, der grösste Vogel der Alpen. Die Zwitscherlaute vom kleinen Geier sagen, hilft mir denn niemand? Wie wir das wissen, werden sie noch später sehen. Ab der Nacht probiert er durch Strecken vom Körper, die Eischalen auseinander zu drücken. Und gegen die Zähne schafft er es schließlich. Und dann ist er zuerst einmal erschöpft. Auf dem Schnabelrücken sitzt der helle Eizahn aus hartem Horn, um von innen die Eischalen aufzuschneiden. Und nochmal verrückt, was hier im warmen Brutkasten passiert, läuft von außen Mitte März in einer Nische von einer eisig kalten Felswand ab, dick eingepackt in die warmen Daunen der Eltern und warme Steinbockwolle, die sie eingetragen haben in Horst. Da sind es nicht die Eltern, sondern der Tierpräparatormeister Otto Knotzinger, ein erfahrener Helfer vom Bartgeierprojekt, der Eier ausbrütet und die Kleinen pflegt und zuerst mal füttert. Aus diesen 156 Gramm werden einmal bei einem grossen Vogel 4,5 bis 7 Kilo. Die feinen Laute, die der junge Geier ständig abgibt, sollen der Mutter im Horst sagen, dass er lebt. Dann spannend, der erste Schnabel voll von einem langen Leben.
Und noch in der Hand vom Pflegevater schläft der junge Geier ein. Ein Geier, den man später Mäusche tauft. Und anstatt warme Daunenfedern und Steinbockwollen in der kalten Felswand gibt es eine Kartonschachtel mit einem Wärmeküssi. Was für ein Unterschied. Der behutsame Umgang mit früheren Zeiten im 19. Jahrhundert, wo man in den Bergen auf sie Jagd gemacht und sie schließlich in der Schweiz vor 130 Jahren ausgerottet hat. Zwei bis drei Wochen später auf der Geierstation bei Wien kommt die kleine Mäusche zu echten Pflegeeltern in der Voliere, wenn der junge Geier nicht mehr aggressiv ist. Meistens legen Bartgeier zwei Eier und das erste Junge bringt das zweite sofort um, wenn das schläft. Natur fragt nicht, was wir grausam finden. Das zweite Junge ist einfach eine Art Reserve, falls mit dem ersten etwas nicht gut wäre. Der Kampf zwischen den Kleinen im Horst entscheidet, dass nur das stärkste Junge in diesem harten Lebensraum aufwächst. Am 4. Juni 1991 auf der Bartgeierstation in Haringsee bei Wien. Zweieinhalb Monate nach dem Schlupf der Mäusche der nächste wichtige Schritt, zum Bartgeier in die Schweiz zurückzubringen. Der Tierarzt Hans Frey, der Leiter ist von dieser Aufzuchtstation und auch vom internationalen Bartgeierprojekt, geht mit grosser Ruhe in die Voliere von einem Pflegeelternpaar und nimmt ihren Schützling mit, der seit dem Schliefen gewaltig gewachsen ist. Was für ein Abenteuer auf diesen jungen Geier zukommt, werden Sie gleich sehen. Zuerst aber einmal eine Zeitreise zurück in die kalte Vergangenheit, in eine Epoche nach der letzten Eiszeit vor rund 8000 Jahren, wo die Menschen in der Natur noch kaum eine Rolle gespielt haben. Die Hörner der Steinböcke nur zum Ausmachen der Paarungsordnung eingesetzt worden sind und sie noch niemand wegen der Trophäe gejagt hat. Gämsen, die wie das Steinwild zur Verwandtschaft der Geissen gehören, aber deutlich leichter und auch flinker sind. Rothirsch ist unglaublich laufstark und auch wanderfreudig, wo ihren Lebensraum von der Flussebene bis an die Schneegrenzen in den Bergen nutzen. Und die kleineren verwandten Rehe, die ab und zu auch in die Hochanlagen steigen, aber eher in tieferen Wäldern leben, mit viel Gebüsch, was wenig Schnee hat. Und dann die im Berggebiet, die von diesen Huftieren leben, eine Luchsfamilie, zur Nacht an der Beute. Und die Jäger, die das Verhalten von allen anderen Arten stark bestimmen. 12. Sie haben im Ökosystem der Alpen ursprünglich eine zentrale Rolle gehabt. Sie haben sich durch ihre Revier selber reguliert und sie haben die Verteilung und Bewegungen vom Wild immer beeinflusst. Ein so ein Hirsch, der einen Brunftkampf verloren hat und verletzt ist, überlebt nicht lange, was Wölfe hat. Aus menschlicher Sicht scheint das grausam, aber im Grunde genommen hilft es dem Hirsch, wenn nur die Stärksten überleben. Eine Wolfsfamilie lässt so eine Beute ziemlich schnell verschwinden. Doch Luchs und Wolf sind nicht die einzige Gefahr für die Huftiere in den Bergen. Dass nur die stärksten, vorsichtigsten und aufmerksamsten den harten Winter in den Bergen überstehen, ist langfristig sinnvoll. Und auch, dass das, was übrig bleibt, über einen Haufen hungrige Mühler wieder ins Leben investiert wird. Über die Füchse zum Beispiel. Oder Braunbären, die bei uns, bevor sie Haufen Menschen gegeben hat, überall häufig waren. Bären haben zu Wölfen ein ziemlich spannendes Verhältnis. Hier zeigen Rabenvögel im Abruzzen-Nationalpark in Italien an, dass ein Kadaver rumliegt. Dank ihrer Kraft, ihrer Zähne und Krallen können Bären Wölfe von einem Beutetier vertreiben, wo sie selber zu langsam wären, um es zu verwischen. Ein Hirsch, der die Wölfe gerissen hat, und ein Bär, der die Wölfe vertrieben und sich selber darüber hergemacht hat. Bären nagen das Fell und Knochen sauber ab und hinterlassen auch oft ihre Visitenkarten, ihre Exkremente. Und dass eben Knochen übrig bleiben und nicht gefressen werden von den Wölfen, ist interessant für andere.
Nochmal etwas verrückt sind am Spiel um Tod und Leben, wo Natur ist und nicht Menschen. Der Hirsch hat sich verletzt durch einen Absturz oder Steinschlag. Keine Chance, dass das wieder gut wird. Rabenvögel, vor allem Kohlgraben, haben ihr Gebiet genau im Auge. Sie sind meistens die Ersten, die ein Todstier entdecken. Oder eins wie hier, wo nach ihrer Erfahrung bald wird tot sein. Denn die Wölfe beobachten sehr genau, was Versammlungen von Raben gibt. Und die Ureinwohner in Nordamerika berichten sogar, dass Raben die Wölfe aktiv zu schwachen und verletzten Huftieren führen. Blut im Schnee zeigt, was passiert ist. Die Wölfe haben den Hirsch erlöst vom Leiden. Vor allem im Winter, wenn ihre Lieblingsbeute, die Munken, tief unter dem Boden schlafen, gibt es für Steinadler trotzdem einen Haufen zu fressen. Die Kälte und Lawinen sorgen für die Auslese bei den Huftieren. Steinböcke, Gämsen, Hirsch und Reh. Und da lohnt sich die Steinadler nicht zweimal bitten. Die toten Tiere halten auch sie am Leben. Und am Schluss, aber nicht als Letzte, segeln auch die Bartgeier an. Auch sie, so scheint's, haben mit den Raben ständig Zoff. Friedlich Futter aufnehmen ist mit diesen Blockgeistern kaum möglich. Hier probiert der Bartgeier, einen Knochen rauszurissen. Sie sind auf etwas spezialisiert, das ihnen niemand Konkurrenz macht. Außer vielleicht die Wölfe. Sie schlucken ganze Knochen oder Knochenstücke. Wenn ein Knochen zu gross ist zum Verschlucken, zeigen Bartgeier einen angeborenen Verhaltensablauf. Sie tragen den Knochen hoch in die Luft und lassen dann aus bis zu 80 Meter Höhe auf Stein runterfallen, damit er dort versplittert. Der Junge hier ist am Üben. Mit der Zeit treffen sie grosse Steine immer präziser. Und wenn die Knochenstücke dann passen, werden sie ganz verschluckt. Seit rund 4000 Jahren besiedeln Menschen immer dichter die Alpen. Im 19. Jahrhundert haben die Menschen aus grosser Armut Berge entwaldet und alle Wildtiere zum Verschwinden gebracht. Die Fleischfresser in der Natur sind nur noch die Nutztiere der Menschen geblieben. Ein Konflikt auf Tod und Leben für beide Seiten. Natur war Find, Schauergeschichten. Auch über Bartgeier haben die Runde gemacht. Als Lämmergeier täten sie Lämmer holen oder sogar junge Menschen. Wo vor 200 Jahren die Schusswaffen immer besser geworden sind, hat die Jagd auf Bären, Luchs und Wölfe immer mehr Erfolg gebracht. Die Bären sind oft schof und geißellos, weil es kaum mehr Wölfe und fast kein Wild mehr gab, wo sie davon hätten profitieren können. Und so war jeder geschossene Bär ein Fest. Bis zum letzten 1904 ins Tschal. Wölfe sind schnell und schlau und nicht so einfach zu schiessen. Die Bekämpfung der Wölfe über Jahrhundert war schließlich erfolgreich, wodurch der koloniale Handel Gift verfügbar worden ist, das die Wölfe nicht schmecken. Das Gift hat aber nicht nur die Wölfe ausgerottet. Alle sind sie qualvoll kapiert. Adler, Raben, Füchse, Luchs und Bären, die Gemeinschaft, die sie vorher gesehen haben, wo tote Tiere verwertet. Und so auch die Bartgeier im ganzen Land. Darum ist es etwas ganz Besonderes, dass Bartgeier heute wieder da sind. Dass man sie sogar kennt, wie zum Beispiel die Mäuse, die hier am Stausee von Livigno daheim ist. Aus Keg weiss man, dass Bartgeier 40 bis 50 Jahre alt werden können. Und damit ist die Mäuse mit Jahrgang 1991 bereits, ähnlich wie ich, ein bisschen älteres Semester. Aber sie ist auch eine Pionierin, denn sie war unter den ersten drei Bartgeier, die 1991 100 Jahre nach der Ausrottung der Art wieder in die Schweiz zurückgekommen ist. Giftvogelstation Haringsee bei Wien. Der Ort, wo die Wiederbesiedlung der Alpen mit Bartgeier angefangen hat. Der Reto Vetterli von Netz Natur besucht Hans Frey, den sie schon vorher jünger kennengelernt haben. Der Tierarzt und Giftvogelspezialist hat in den 1970er Jahren angefangen, Bartgeier zu züchten. Für ein visionäres Auswilderungsprojekt im Alpenraum. Wir haben hier bis jetzt 160 Junge, die hier geschlüpft sind, also hier von unserem Paar geschlüpft sind. Dazu kommen ungefähr
50 bis 60, wo wir nur Ammenfunktion ausgeübt haben. Also es kommt ja oft vor, dass in einem Tiergarten beide Jungtiere schlüpfen. Jetzt haben die aber nur ein Paar zur Verfügung. Das heißt, das zweite Junge muss jetzt zu Ammeneltern kommen. Oder oft auch Männchenpaare. Das geht wunderbar. Also wir haben einige Männchenüberschuss. Und wir können dann überzählige Männchen zu Paaren zusammenstellen. Und die sind dann auch bereit, wenn man in der Kunstlei einlegt, kommen sie in Brutstimmung. Und dann kann man dann auch Junge zur Aufzucht geben. Nochmal ein Rückblende ins 1991, wo die halbwüchsige Mäuschen nach ihrem Schlupf und der Aufzucht von einem Ammenelternpaar in einer Voliere für die Reise in die Schweiz vorbereitet wird. Bestimmte Flügelfedern werden bleicht. So kann man die jungen Geier bis zur ersten Muser und den hellen Federn im Flug von unten unterscheiden. Ein Team vom Schweizerischen Nationalpark, der damalige Direktor Klaus Robin und der Parkwächter Jury Clavoit sind nach Vienne gereist, um drei junge Bartgeier zum Freilassen in den Bündner Alpen in Empfang nehmen. So. Und dann geht's los. 8 Stunden Fahrt über 700 Kilometer in die Schweiz, ins Engadin. Im Nationalpark bis Tabeljot ist ein grosser Bahnhof für die Geier. Der Biologe und Parkdirektor Klaus Robin ist einer der Initianten des Projekts, das die Bartgeier wieder zurückbringen soll in die Schweiz. Die Leute, die extra angereist sind für das grosse Ereignis, haben eine riesige Freude. Und wann kann man denn schon einmal einen Bartgeier liebkosen? Dann geht es ein Stück bergauf durchs Val das Tabeljot ins Gebiet von Arconet. Zwei weitere Initianten des Projekts, der Biologe Jörg Paul Müller, damals Direktor vom Naturmuseum zu Chur, und der Jasper Buchli, Biologe und später Gemeindepräsident von Zernetz. Sie haben das Projekt minutiös vorbereitet, den besten Aussetzungsort rekognosziert und die Öffentlichkeit für das Projekt begeistert. Für das letzte Stück bleibt das Publikum auf dem markierten Weg. Im Nationalpark darf man zum Schutz von Tieren und Pflanzen nicht frei rumlaufen. Das hier sind die ersten Geier, die man so auf die Rahgräfe geschnallt hat, um sie in die Höhe zu tragen. Aber es sind bei weitem nicht die letzten. In einer Felsnische, wo in früheren Jahrhunderten Gämsen mit einer Falle gefangen worden sind, ist die Expedition am Ziel. Die Mäuschen und ihre beiden Gespönli aus der Aufzuchtstation in Wien bleiben die nächsten Wochen in diesem Ersatzhorst, der durch ein Felsdach gegen Wind und Wetter geschützt ist. Und nach so einer Reise ist verständlich, dass sie Hunger haben. Die jungen Geier in der Felsnische werden von den Parkwächtern rund um die Uhr auf Distanz bewacht und regelmässig gefüttert. Sie werfen das Futter von weiter weg in den Horst, damit sich Geier nicht an Menschen gewöhnen. Das wäre später gefährlich für sie. So bewacht und umsorgt wachsen sie am grossen Tag vom ersten Flug entgegen. Und seitdem sind die Bartgeier die Lieblinge der Nation. Jedes Jahr im Fernsehen. Hier im Tagesfernsehen von SF Deres von den 90er Jahren. Immer wieder hat man darüber berichtet, wenn die nächsten Geier ausgesetzt worden sind. Alle Jahre wieder. Unser Archiv ist voll von diesen Reportagen. Mit den beiden Jungvögeln ein Stück weit begleiten. Jetzt tragen wir sie auf in die Nische. In der Hölle, die wir vorbereitet haben, wo wir alle Vögel wie bisher auch ausgesetzt haben. Hier zum Beispiel 2003 im Nationalpark. Trotzdem reichen die Freilandbrücken nicht, um die Ausbreitung zu sichern. Oder hier 2010 im Kalfisental. Bis zum Beobachtungsposten dürfen die Schaulustigen mit. Aus der Ferne beobachtet sie das Geschehen am Hang. Das Auswilderungskonzept, dass man die halbwüchsigen Jungvögel in einer Nische füttert, bis sie selber fliegen, hat Erfolg. Seit 2008 hat eine neue Generation die Leitung des Projekts für die Schweiz übernommen. Hier Daniel Hecklin, Geschäftsleiter der Stiftung Pro Bartgeier, der 1999 die Freiner Gesellschaft zur Wiederansiedlung von Bartgeier abgelöst hat. Also hat schon fast eine Spannweite von 2,50 Meter. Es ist ein Phänomen, wie die grossen Vögel die Leute mobilisieren können.
2004 werden Jungvögel vor dem Aussetzen mit GPS-Sender bestückt. Das bringt der Forschung von diesen Vögeln in eine neue Dimension. So kann man genauestens mitverfolgen, wo sie hinfliegen. Die Sender, das haben ausführliche Tests und auch die Erfahrung mit der Zeit ergeben, stören die Geier nicht. An der Wurstrasse 12 in Zürich im Büro für Wildökologie managt Daniel Häcklin für die Bartgeier Stiftung Schweizer Ansiedlungsprojekt und ist auch international stark engagiert. Hier zeigt er uns die Aussetzungsgebiete in Österreich, Italien, der Schweiz und Frankreich. In den Schweizerischen Nationalpark und Nationalpark Stelvio, dann hier Hochsavoie und Südalpen. Und man sieht hier mit den grossen Kreisen auch markiert, wo es überall brutbar schon hat. Und grundsätzlich zeigt es, Bartgeier kann man heute im ganzen Alpenraum antreffen. Je mehr Geier frei in den Alpen brieten, desto komplizierter wird das Überwachungsmonitoring der Vögel. Da ist er da für Jenny, die für das Bartgeier-Projekt und für die Vogelwarte Sempach schafft, mit dem Parkwächter Not Armon Willi im Nationalpark unter einem Geierhorst am Suchen von Federn und Gewöll, die von Schlafplätzen oder von einem Horst in die Gröllhalden am Fuss dieser Felswand runterfallen. Die Ausbeute ist nicht schlecht. Das Material wird präzise etikettiert und an Franziska Löcher zu Zürich geschickt. Von jeder Feder kratzt sie ein bisschen Material vom Kehl. So kann man die DNA bestimmen und weiss dann, welches Individuum an dem Ort lebt, wo die Feder gefunden worden ist. So findet man heraus, wer wo mit wem. Und das hat es bei Bartgeier in sich. Kannst du mal schauen da. Zuerst aber ein faszinierender Einblick, was die Daten der Satellitensender über die Bartgeier verraten. Dank der permanenten GPS-Signal lässt sich die Flugroute der Geier beliebig nachverfolgen. Ich kann hier ein bisschen rauszoomen. Da sieht man noch die Landschaft. Und so weiss man genau, wo sie stecken, wenn der Sender an einem Ort stillsteht. Das hat mehrere Vögel das Leben gerettet. Hier wird der Sender dem Geier Blick auf den Ofenpass angelegt, bevor er wieder in die Natur darf. Das ist noch ein älteres Modell, das Batterien braucht, die irgendwann einmal zu Ende sind. Die neuesten Modelle haben ein Solarmodul und laufen praktisch unbegrenzt. Vom Aussetzungsevent zurück an den Computer. Hier GPS dokumentiert die Reise von der Finja, von der Melchsefrut. Sie ist weit im Norden nach Deutschland immer den Bergen hoch. Dann aber nach Westen, weit ins Flachland, quer durch Süddeutschland. An Ort, wo niemand Bartgeier erwartet. Dann in Schwarzwald, dann ein Zwischenhalt bei Basel und dann quer durchs Mittelland in Richtung Westalpen. Alles in allem mehr als 1250 Kilometer, die der Halbstark Geier absolviert hat. Und sonnige Distanzen sind in den Wanderjahren von jungen Bartgeier, die während 4 bis 6 Jahre dunkel gefärbt sind, kein Einzelfall. Auf so weiten Flügen begegnen sie einen Haufen Gefahren, auch wenn sie weit weg vom Hochgebirg von den Alpen unterwegs sind. Der Eingang zum Natur- und Tierpark Goldau. Hier ist nach Wien ein zweites Bartgeier-Zuchtzentrum entstanden. Und hier ist auch der Geierblick her. Wer ihn gesponsert hat, ist nicht schwer zu verraten. 2007 hat man ihn im Nationalpark freigelassen. Und kurz darauf Abend, nach dem Ausfliegen, entkräftet wieder gefunden, dank dem Satellitensender. Im Tierpark hat ihn der damalige Parkdirektor Felix Weber wieder aufpäppelt. Und dann ist der Blick am Ofenplatz ein zweites Mal freigelassen worden. Wieder mit Satellitensender. Der Biologe und damalige Geschäftsführer von Pro Bartgeier, der Jasper Buchli, spediert den Blick zum zweiten Anlauf in die Natur. Da
Das Jahr 2019 hat man im Zuchtzentrum vom Bartgeierprojekt in Goldau eine grosszügig erweiterte Voliere eingeweiht. Hier können wir aus der Nähe und die Besucher, wenn sie wollen, mit einem Fernglas die Faszination dieser Vögel gut noch erleben. Die Zucht der Bartgeier, die die Jungen liefert für die Auswilderungsaktionen nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Alpenländern, läuft weggeschmiert. Und die moderne Zuchtanlage erlaubt auch einen exklusiven Einblick in ein intimes Verhalten der Geier. Ein Paar, das abwechslungsweise brütet. Und dann, nach knapp 2 Monaten auf den Eiern, tut sich etwas. Meistens legen ein Bartgeier 2 Eier, aber hier hat man eins weggenommen und einem Namenbärchen untergejubelt. Das Junge, das am Schliefen ist, gibt intensiv Pipstöne von sich, wie vorher das Junge, das im Brutkasten geschlüpft ist. Hier reagiert der Altvogel und hilft mit dem Schnabel, die angebrochene Eischale Stück für Stück wegzunehmen. Das Junge, das hier Hilfe bekommt, rief deutlich weniger intensiv als vorher die Mäuschen, die sich im Brutkasten ganz allein, ohne Hilfe, aus dem Ei rauskämpfen musste. Wenn die Eltern Geburtshilfe leisten, hat man 1991 noch nicht gewusst und darum bei der Mäuschen nicht hingegriffen. Weil wenn 2 Junge schliefen, wie schon gesagt, stärker in der Natur schwächer tötet, nimmt man hier im Zuchtzentrum das 2. Ei weg und zieht den Jungvogel dann separat auf. Junge Bartgeier wachsen unglaublich schnell. Hier ist er 17 Tage alt und unglaublich fressig. Betreuen ihn beide Eltern, beide tragen Futter ein. Solange der Sprössling gleich ist, bleibt immer einer von den Altvögeln im Horst. Warum werden sie noch sehen? Die Jungen werden vor allem mit Muskelfleisch von totem Wild ernährt und noch nicht mit Knochen. Nach 6 Wochen sind die ersten grossen Federn am Flügel durchgebrochen. Die Federn wachsen verrückt, pro Tag fast 1 Zentimeter. Drei Monate nach dem Schlupf sieht er so aus. Gleich ist er alt genug, dass man ihn in die Berge bringen und freilassen als wilder Vogel in seinem Lebensraum. Die Eltern leben weiter in der Voliere, hier in Goldau, aber auch in Haringsee, bei Vienne und auf einer Station in Spanien. Hier in Goldau hat man nicht sichtbar fürs Publikum neue Voliere gebaut, um verletzte Geier aufnehmen können und auch zum weiterzüchten, wenn es noch mehr Junge brauchte. In der Natur, in Hochsavoy in Frankreich, haben 1997 das erste Mal Bartgeier aus dem Wiederansiedlungsprojekt ein Jungs aufgezogen. Bei uns hat man auf das noch warten. Es ist nach der ersten Aussetzung 1991 in der Region des Nationalparks 7 Jahre gegangen, bis hier die ersten Individuen in der Natur verbrieten. Bei der ersten Brut vom Paar Mäusche und Tschitsch gerade an der Schweizer Grenze am Stausee von Livigno ist ein Filmer aus Italien während der Brut zu nahe ans Nest und das Paar hat aufgehört zu brüten und das Gelege verloren. Wenn bei so einer Brut im späten Winter die Eier nur kurz allein sind, ist trotz der warmen Polster mit Wolle von Steinböcken und von Gämsen schnell passiert. Bei einem zweiten Paar, der 1998 am Stelvio-Pass einen Horst gebaut hat, haben wir wohlweislich genug Distanz zum Horst eingehalten und auf 1300 Meter mit einem riesen Tele gefilmt. Da hat der Jungvogel, mit der Videotechnik von Todsmoll noch vergrößert, tatsächlich überlebt. Die zweite erfolgreiche Brut in diesem Projekt mit den älteren Sechent und Jo, die 7 und 8 Jahre vorher im Schweizerischen Nationalpark freigelassen worden sind. Hier trainiert der Junge Anfang Juli kräftig seine Schwingen.
gut versorgt von seinen Eltern, ist er dann am 18. Juli 1998 800 Meter über dem Talboden, noch nicht so elegant wie hier der Vater, aus dieser Horstnische ins Leben rausgeflogen. Auch bei den Mäuschen und dem Tschitsch hat es im Jahr darauf geklappt. Der Biologe David Jenny, der für Pro Bartgeier die Vögel beobachtet, erzählt ihre verrückte Geschichte. Das ist der Livigno-See. Das ist der Ort, wo Mäusche brütet, und zwar schon seit 20 Jahren, seit 1999, zusammen mit dem Tschitsch. Das ist ein sehr treues Paar. Die sind sich also bis heute treu geblieben und haben insgesamt schon 17 Jungvögel aufgezogen. Das ist relativ außergewöhnlich, weil in den meisten anderen Paaren haben wir immer wieder Partnerwechsel oder Ausfälle. Und die zwei sind sich treu geblieben. Das ist ein bisschen speziell jetzt hier bei diesem Fall. Im Gebiet vom Schweizerischen Nationalpark und dem Park von Stelvio, also im Grenzgebiet von der Schweiz und Italien, hat sich bei den Bartgeiern ein Hotspot gebildet. Der David Jenny mit dem nächsten Fall. Hier im Spöltal im Nationalpark gibt es zwei Weibli, die sich ein Männchen teilen, also eigentlich ein Trio. Und das ist im Jahr 2014 ist das losgegangen, wo sich ein Paar etabliert hat im oberen Spöltal. Das hat dann in Serie viermal erfolgreich brütet. Im 2015 hat sich dann ein weiteres Paar im unteren Spöltal gebildet. Und dort hat sich dann gezeigt, dass dort das Weibli alleine brütet. Offenbar ein Männchen herum ist, dass das Männchen die Partnerin gewechselt hat und neuerdings mit dem unteren Weibli mit sich beteiligen und hat dann dem geholfen aufziehen. Und die haben jetzt zweimal Junge gehabt. Und ein Weibli, das allein brütet, das hat nicht Erfolg, weil es einfach auch Brutpausen gibt. Und in diesen Brutpausen ist dann Gefahr, dass etwas schief geht. Dort hat ein paar Kohlkraben Eier geklaut. Und der Heinrich Haller, der diesen Kohlkraben nachgeht und die erforscht, hat das sogar fotografisch festhalten können. Nicht nur Konkurrenz ums Futter am toten Tier. Auch die Szene von vorher erklärt, warum das Kohlkraben und Geier ein Gespannsverhältnis haben. Andererseits profitieren sie aber auch voneinander, wenn es ums Entdecken von einem Kadaver geht. Einer, der die Raben und auch die Geier ausgezeichnet kennt, ist der Tierfilmer Vinzenz Imboden von Tasch. Wir arbeiten für Netz Natur immer wieder mit ihm zusammen und er hat auch für diese Sendung einen Haufen gedreht. Zum Beispiel die Szene, wo sich ein Oberkuhl am Bart kratzt. Aber beim Bartgeierprojekt hat es auch Rückschläge gegeben. Schweiz aktuell vom 7. November 1997. Über Gramontana hat am Dienstag ein Jäger einen Bartgeier abgeschossen. Das vierjährige Weibli hat eine Spannweite von 2,60 m und ist vom Jagdamt jahrelang gefüttert worden. Man wollte erreichen, dass es sich in der Region ansiedelt. Im Wallis hat man sich viel versprochen von der Wiederansiedlung von Bartgeier. Beim Walliser Jagdamt ist man bestürzt. Die ausgestopften Tiere im Naturhistorischen Museum in Sitten haben prominenten Zuwachs bekommen. Seit heute kann man hier den Bartgeier sehen, den ein Walliser Jäger im November abgeschossen hat. Der Jägerschaft im Wallis und den Behörden war das nie recht. Man hat die Geier ganz im Gegensatz zu Wölfen unbedingt wollen im Kanton. Mit der Busse vom Wilderer ist ein neuer Geier gestiftet worden, wo man Diana Valle getauft hat. Die Geschichte, die ich danach versucht habe zu dokumentieren, hat eigentlich 10 Jahre später begonnen. Und zwar habe ich im rund 2009 erfahren, dass der betreffende Geier, also der Diana Valle, dass sich der hier im Gebiet aufhalten tut und hat sich tatsächlich hier, wie seine moralische Mütter faktisch, hat sich hier verpaart. Und in diesen Jahren, 2010 bis 2014, haben wir immer wieder Kopulationen feststellen. Und dort, das Paar hat einen Horstbull. Und man hat jedes Jahr immer wieder von neuem gehofft, dass es jetzt eine erfolgreiche Brühe gibt. Aber leider hat das nie geklappt. Bis 2014 ist das dann Duo ins Trio geworden. Und im Januar, Mitte Januar 2015, konnte man beobachten, dass ein Geier nur am Horst war. Und der hat man, die Gewissheit haben wir Mitte März bekommen, war tatsächlich der erste Jungvogel nach über 110 Jahren im Oberwallis geschlüpft ist. Das war natürlich ein Highlight.
Und man hat ja nicht gehofft, dass der Jungvogel dann nicht an uns fliegen kann. Normalerweise ist der Ausflug bei den Bargeier meines Wissens zwischen 112 und 120 Tagen. Dieser Geier hat ein bisschen mehr Mühe gebraucht und hat rund 140 Tage im Horst gehockt. Und am 4. August haben wir tatsächlich beobachten können, wie der erste Flug unternommen hat. Diana Walle war entgegen den Erwartungen ein Männchen und es ist nicht klar, ob die erste Konfusion beim Brieten mit der unnatürlichen Konzentration von Geier zusammenhängt, weil in diesem Gebiet die Leute sie immer wieder ausgiebig mit Knochen angelockt haben. Das ist Val Chamuera bei La Punta Chamuesch, ein Seitental vom Oberengadin. Kein Wunder, haben auch hier zwei Bartgeier in ihrer Horst. Das Weibli Diana Stelvio hat mit Männchen Luis 6 Jahre in Serie erfolgreich Nachwuchs gehabt. Dann ist der Luis plötzlich verschwunden und ein neues Männchen ist auftaucht, der Tante Mozza. Dazu hat er David Jenny mit einer aktuellen Nachricht. Das Spezielle jetzt, in diesem Jahr war, dass wir im hinteren Talbereich einen toten Bartgeier gefunden haben, einen adulten. Und die Untersuchungen haben dann gezeigt, dass es der Tante Mozza ist. Er war tödlich verletzt, wie das vorkommt, wenn Steinadler miteinander kämpfen. Oder eben auch mit einem Geier. Dazu hat er eingewachsene Schrotkügel im Körper gehabt, von einem früheren Beschuss. Das ist also der Tante Mozza, der umgekommen ist. Aber wir hatten das Jahr trotzdem einen Jungen gehabt. Und auch wieder ein Männchen. Es hat also wieder ein neues Männchen gegeben bei diesem Paar. Es gibt noch ein bekanntes Detail in dieser Geschichte. Tante Mozza hat nämlich das Weibli Diana Stelvio schon gekannt, bevor er da Partner geworden ist. 2013 war noch der Luis das Männchen. Und ich konnte mal im Februar beobachten, wie der Luis im Horst brütet hat. Diana außerhalb des Horst war und der Tante Mozza gekommen ist und mit dem Weibli kopuliert hat. Und anschliessend ist das Weibli dann wieder weiterbrüten, den Luis ablösen und der hat überhaupt nichts gemerkt von dieser Geschichte. Es gibt Leute, die einen Bergbach lieber hören klimpern als rauschen. Wasser soll nicht frei, sondern durch Turbinen fließen und so Geld produzieren. Auch im Wald Chamuera. Dazu braucht es eine 4 Kilometer lange Druckleitung. Der Bau würde teilweise nur 300 Meter von den Ruheplätzen der Geier entfernt stattfinden. Gegen das Kraftwerkprojekt von der Strom- und Baulobby hat es 2014 Widerstand gegeben. Unter anderem, weil durch den Baulärm die Geier vertrieben worden wären. Und so hat dann am 18. August 2014 die Dorfbevölkerung das Kraftwerk Bach abgeschickt und die Natur und die Wildheit von dem Tal erhalten. Wenn ein Tierart zurückkommt in eine Welt, die die Menschen in den letzten 100 Jahren fundamental auf den Kopf gestellt haben, ist fast unvermeidlich, dass es Konflikte gibt. Ab und zu werden auch heute noch Bartgeier von Jägern direkt beschossen. Aber Jagdmunition wird grossen Greifvögeln auf Umweg gefährlich. Hier wird der tote Steinadler im Amt für Jagd in Chur untersucht. Es hat sich gezeigt, dass Adler und Bartgeier immer wieder massive Bleirückstände im Körper haben. Die Schweizerische Vogelwarte hat zusammen mit der Jagdbehörde wissenschaftlich dokumentiert, wie gross die Bleibelastung ist, die nach Isotopentest unzweifelhaft auf Gewehrmunition zurückzuführen ist und Vögel ab und zu tödlich vergiftet und ihre Gesundheit und Vitalität belastet. Es ist mehrfach wissenschaftlich publiziert, wo das Problem liegt. Doch wie kommt das Blei in die Adler und in die Geier? Für einen Moment wird es jetzt ein bisschen blutig. Wenn ein Jäger ein Tier erlegt, lässt der Tigweid meistens liegen. Als Fraß für die Füchse oder auch für die Wölfe. Und eben auch für Raben, Adler oder Geier. Ein Haufen Jäger sind sich nicht bewusst, wie viel Blei manchmal aus der tödlichen Kugel für das Tier am Abschussort zurückbleibt. Unsere Kollegen und Kolleginnen von der Wissenssendung Einstein haben das 2016 genau wissen und mit Spezialisten von der Uni Bern Experiment gemacht. Konventionelle Jagdmunition, die das Geschoss Blei enthält, kommt auf die Waage. Dann kommt die Kugel in eine Schiessanlage und das Versuchsteam schiesst damit in einen Seifenblock. Machen wir bereit. Achtung, Schuss. Das Geschoss verhält sich hier drin wie im Körper eines Tieres. Das Geschoss mit Blei hinterlässt im Schusskanal einen starken Abrieb. Und man sieht auch hier sehr schön die sehr vielen kleinen Splitter, die natürlich im echten Gewebe, also im weichen Gewebe eines Tieres oder so, einfach nicht zu eruieren sind. Mhm. Die findet man einfach nicht. Erklärt der Ballistikwissenschaftler Beat Kneubühl.
Es ist das Geschoss, wie es geschossen wird, original. Und so sieht es nachher aus, wenn es eben im weichen Ziel deformiert ist. Die Deformierung sorgt dafür, dass ein getroffenes Tier schnell stirbt. Aber wenn man jetzt das Bleigeschoss weckt, zeigt sich, dass ein Drittel von dem Blei, ein kleiner Splitter, im erlegten Tier verteilt ist. Je nachdem, auch in den Eingeweiden, wo man liegen gelassen hat. Jagdmunition ohne Blei hinterlässt viel weniger Rückstand. Sie ist zwar nicht ganz so wirksam wie Bleimunition, aber zum Tier schnell töten, lange ist längstens, sagen die Experten zu Bern und nicht nur sie. Und für Greifvögel ist eine Jagd ohne Bleimunition ohne jeden Zweifel gesünder. Vor allem bei Bartgeier mit ihrem Magensaft, was braucht, um Knochen zu verdauen. Aber auch bei Adler langt eine kleine Menge Blei, die sie an einem toten Tier aufnehmen, um sie zu töten. Die Wildtiere im Kanton Graubünden schiessen darum nur noch bleifrei. Und auf freiwilliger Basis immer mehr Kollegen und auch Jäger in anderen Kantonen. Auch die Standesorganisation Jagd Schweiz und die Konferenz der Jagdbehörde schließen sich der Empfehlung an, auf der Jagd nur noch bleifrei zu schiessen. Es gibt auch so genug Gefahren für die Bartgeier, wenn sie aus der Idylle vom wilden Bergtal in die Welt rausfliegen. Vor allem für die Jungen auf ihrem Wanderjahr. Da gibt es Hochspannungsleitungen, die ihnen zum Verhängnis werden. Oder immer mehr Windturbinen auf den Kreten der Berge. Die Bewegungen der Rotorblätter sind für die Segler, die hier am gleichen Ort den Wind ausnutzen, unberechenbar. Das Zurückkommen in eine Welt, wo der Mensch unterdessen drin alles mit hocheffizienter Technologie verändert bis in die höchsten Berge, wird zur grossen Herausforderung für die grössten Vögel von Europa. Den Ruf vom Lämmergeier wie auf diesem alten Gemälde haben sie überwunden. Sie gehören nicht mehr zu den vielen Schrecken in den Bergen. Meistens wenigstens, auch wenn es immer noch Hinterwäldler gibt, die auf sie schiessen. In der Schweiz nur noch selten, aber zum Beispiel in Österreich. Das neue Bild ist Verdienst von engagierten Wissenschaftlern, die das Projekt zur Wiederansiedlung seit vielen Jahren begleiten. Zum Beispiel der Raphael Arletta, Professor für Naturschutzbiologie an der Uni Bern. Als Walliser hat er vor allem die Geier in den Südwestalpen im Auge. Der Daniel Heckling, Biologe und Geschäftsleiter der Stiftung Pro Bartgeier. Er betreut die Satellitendaten. Franziska Löcher ist seine Stellvertreterin. Der Felix Weber, der die Zuchtstation in Art Goldau aufgebaut hat, und hinten dran der Jasper Buchli, einer der Gründer des Projekts. Wunderschön, mit den Leuten aufzulaufen. Mit dabei am Anfang war der Jörg-Paul Müller und der Klaus Robin. Im Natur- und Wildnispark in Goldau schaut der Tierarzt Martin Wehrle heute zu den Geiern. Und natürlich, ganz am Anfang, steht der visionäre Tierarzt von der Uni Wien, der Hans Frey, mit der Idee in den 1970er Jahren, anfangen Geier zu züchten, um sie schließlich wieder zurückzubringen in die Alpen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass man die Bartgeier heute völlig anders sieht als früher. So eine Imageverbesserung hätten auch andere nötig, die mit den Bartgeiern in der Natur eine Gemeinschaft bilden. Zum Beispiel Kohlgraben, die cleversten Vögel in den Bergen. Oder der Fuchs, der als ausgesprochen schlau gilt und gnadenlos bejagt wird, wie kaum ein anderes Tier. Auch er ist wichtig für das Verwerten von toten Tieren. Der Steinadler, der im Märli kleine Kinder oder Zwerge raubt und wichtig ist im Stoffkreislauf der Natur. Der Braunbär, der zwar im Märli häufig gemütlich auftritt und wo die Zigeuner tanzen lassen haben, aber die Bergbevölkerung hat immer Angst vor ihm. Und das kriegt er heute immer noch zu spüren, wenn er wieder auftaucht. Doch mit ihrer Kraft brechen die Bären Kadaver auf. Das schlechteste Image von allen hat seit je aber der Isegrim. Die Menschen von früheren Jahrhunderten hatten Angst vor ihm und einen Kast. Doch dort, wo Wölfe in der Natur genug Beute finden, spielen sie eine zentrale Rolle. Alle anderen Arten richten ihr Verhalten nach den Wölfen aus. Und wer in freier Wildbahn ihr Familienleben beobachtet, merkt plötzlich, wie ähnlich sie uns Menschen sind.
Alles das überfliegen heute wieder Bartgeier mit ihren Kreis, wo sie am Himmel ziehen. Und zum Schluss, wo wir für die Sendung am Livigno-Stausee gefilmt haben, taucht plötzlich am grauen Himmel ein Bartgeier auf. Der David Jenny meint, es sei wahrscheinlich die Mäusche, die hier wohnt. Die Bartgeier-Dame, die ich 1991 gefilmt habe, weil sie sich als nasses Nütterli ganz allein tapfer aus dem Ei kämpft. Und als sie dann geflogen ist im Nationalpark, direkt in die Kamera, die meist verwendete Geieraufnahme im Archiv von SRF. Und jetzt hier, über dem See, schließt die Mäusche einmal mehr ein in ihren Kreis. Die Bartgeier sind wieder zurück über den Alpen. Ob sie diesmal werden bleiben, hängt von uns ab. Hier auf der Wiesestappeljot im Schweizerischen Nationalpark, in dem Gebiet, wo 1991 das Abenteuer von der Wedra-Siedlung von der Bartgeier seinen Anfang genommen hat, hinter mir das Aussetzungsgebiet Marconette, wo ich schon 1991 für Netz Natur berichtet habe darüber. Vier Fragen, wie Sie es bereits aus früherer Sendung kennen. Erstens. Mit dem Bartgeier ist es gelungen, eine Tierart, die ausgerottet war, wieder zurückzubringen in unsere Natur. Aber sind wir heute tatsächlich gescheiter als vor 130 Jahren, wo man den Bartgeier aufgrund von falschen Informationen über seine Lebensweise, man würde heute sagen, wegen Fake News ausgerottet hat? Zweitens, mit Blick auf die Natur, auf das Klima, auf die Artenvielfalt, haben wir am Beispiel vom Bartgeier tatsächlich gelernt, dass es viel einfacher ist, eine Art in ihrem Lebensraum zu halten, solange sie noch da ist, anstatt sie nachher mit grossem Aufwand wieder probieren zurückzubringen. Drittens, mit Blick auf die Jägerschaft, weil es ja ohne Zweifel einen Haufen Naturfunde dabei hat, muss man sagen, Bleimunition ist eindeutige Gefahr für die Bartgeier. Und auch wenn sie wieder da sind, kommt es doch auf jeden Einzelvogel an. Immer mehr Jäger und auch Verwaltungen und Verbände teilen die Erkenntnis, dass Bleimunition die Giftvögel vergiften kann. Und so stellt sich die Frage, ob es gelingt, durch das Zusammenspannen von Vogelfreunden und Jägern die bleifreie Jagdmunition so zu etablieren, dass die Gefahr aus der Welt geschafft wird und man dann das auch gesetzlich verankert. Und viertens. Kommt es echt gut fürs Leben auf diesem Planet, wenn wir alles, auch die Natur, nur aus dem Blickwinkel beurteilen, nach dem, was uns persönlich gefällt oder nicht, ob es von uns Likes bekommt oder nicht. Der Bartgeier ist eine Art, die einen Haufen Sympathie kniegt. Er hat einen Haufen Likes. Es gibt aber verschiedene andere Arten, auch hier in diesem Lebensraum, die deutlich weniger Sympathie haben. Es braucht aber auch sie in der Lebensgemeinschaft vom Ganzen, wenn der Bartgeier langfristig eine Zukunft haben soll. Das war es wieder einmal von Netz Natur. Wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder im neuen Jahr. Das genaue Datum der nächsten Sendung Netz Natur kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Die Sendungsplanung für den Frühling ist noch im Tun, aber es wird Ende März oder Anfang April sein. Morgen am 5.8. kochen die Landfrauen im Emmental eine saure Mocke. Und jetzt sind gerade Mona mittendrin bei Backpacker, die etwas zu essen wollen. Wir sind erst nach der Winterpause wieder für Sie da, aber wenn Sie in der Zwischenzeit nicht ganz wieder auf Netz Natur verzichten, dann kann ich Ihnen unsere Homepage empfehlen. Dort finden Sie alle Eigenproduktionen, um noch mal zu schauen, bis weit über 10 Jahre zurück. Das Netz Natur-Team dankt Ihnen, dass Sie heute dabei gewesen sind und ist auch zufrieden, wenn Sie Ende März oder Anfang April wieder da sind. Bis dann wünschen wir Ihnen eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.